Das Ende meiner Reise, eine Reise, die seit 40 Jahren anhält. Nein, ich bringe mich jetzt nicht um, sondern ich habe endlich ein vollständig natürliches Süßungsmittel gefunden, was völlig unbedenklich ist, was so gut wie keine Kalorien hat und einfach geil schmeckt. Es ist unfassbar. Ich bin gerade so mega glücklich. Das kann ich euch nicht sagen. Doch, das kann ich euch sagen und das sage ich euch. Bisher habe ich meine Reise angefangen, wo ich schon ein bisschen glücklich war mit... Da habe ich noch eine Packung, glaube ich. Nee. Ja, mit dem. Hier hat meine Reise angefangen. Das war ein Stevia, ein Flüssig-Stevia. Das kennt ihr seit, ja, seit 4, 5 Jahren habe ich mit diesem Stevia fast alles gesüßt und habe das immer beworben und das ist an sich auch nicht verkehrt, toll und so weiter. Danach war ich schon relativ glücklich, dass ich was Neues entdeckt habe. Und zwar ist es hier ein Pulver, was noch besser schmeckt, auch ein Stevia, und was noch ergiebiger und noch preiswerter ist. So, alles in allem bei Stevia, naja, ist immer wieder das Problem, das ist ja nicht ein Produkt, wo man zu 100% sagen kann, ja, es ist ein natürliches Produkt, das sind ja nur die Stevia-Glykoside. Aber an die Stevia-Pflanze als solches kommst du nicht ran, beziehungsweise ich habe die selber mal hier gepflanzt, habe dann aufwendig ein halbes Jahr gepflegt, um mir dann 2 Drinks zu machen und dann war die Pflanze weg. Ich esse total viel und gerne süß und jetzt habe ich endlich die Lösung. Für viele ist es natürlich, ja, ist ja klar so, aber so klar ist das gar nicht, weil bis vor kurzem konnte das, also ich habe es nicht gefunden und jetzt habe ich es gefunden. Die Tüte ist jetzt schon fast fertig. Also, das ist ein halbes Kilo Bio-Stevia-Blätter, so wie sie sind. Bio-Stevia-Blätter. Einfach nur gepflückt von dem Biohof und ich verlinke euch die Tüte. Sie ist, also es geht ja auch immer um Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Tüte ist extrem preiswert im Gegensatz zu Stevia-Pulver und gemahlenen anderen Stevia und so weiter. Ihr zahlt für das Kilo bei dem Anbieter hier 25 Euro. Ich habe natürlich gleich bei Lembarona geguckt, ob die haben ja auch alle getrocknete Blätter und Früchte. Die haben leider keine Stevia-Pflanze im Angebot. Deswegen ja, bin ich halt quasi zur Konkurrenz gegangen. Das ist, keine Ahnung, Firma Blend Nature 0815. Aber bio-zertifiziert und 25 Euro das Kilo. Man findet bis hoch zu 400-500 Kilo bei Amazon für das Pulver. Preise, gemahlenes Stevia. Aber hier hat man wirklich die Blätter und die Blätter sind wirklich gute, echt gute Qualität. Da ist sehr, sehr wenig Stängelware dabei. Und dann, ja, haue ich das einfach in einen Mixer und mixe das. Und dann bekommt man halt so Pulver raus, das ich euch mal zeige jetzt. Ich fülle das mal jetzt hier ein. Aber das ist im Video noch zu erkennen. Jetzt gehe ich mal hierher. Und da hat man dann hier dieses Pulver, was dann rauskommt. Man kann es natürlich so fein mahlen, wie man das möchte. Kann ja jeder für sich dann entscheiden. Aber dieses Stevia-Pulver, vom Geschmack her, ich habe mir jetzt dann gerade mal ein Getränk gemacht. Also ich nehme dann immer eine Flasche Wasser. Und ich, also man kann es auch mit Leitungswasser nehmen. Aber erstens mag ich Kohlensäure und zweitens das Merkurwasser hier. Das ist eins der preiswertesten Wässer in Deutschland. Und es hat ein optimales Calcium-zu-Magnesium-Verhältnis. Es hat 225 Milligramm Calcium pro Liter und ungefähr 100, also 98,1 Milligramm Magnesium pro Liter. Das heißt, es hat ein optimales Verhältnis von 2:1, ist das preiswerteste. Ja, wunderbar. Ähnliches gutes Verhältnis hat auch das Gänsfutter, das ist allerdings ein bisschen teurer. Und dann nehme ich dann einfach mal so einen Trichter, mache den hier rein und gebe halt, ich habe jetzt einen Messlöffel, ein Messlöffel, das ist jetzt ein halber Teelöffel, den habe ich voll Stevia reingemacht und dann nehme ich halt aus meinem Pulver und aus meinem reichhaltigen Pulver und das, wo gerade ich, ja, was Haritaki, Amalaki, Guarana, Ingwer, das sind so die ersten Sachen, die mir jetzt einfallen, die fast in jedes Getränk mit reinkommen, beziehungsweise Guarana nicht immer, aber gerade am Start des Tages oder Nebenpulver, all solche Sachen und da fülle ich dann einfach meine Pulver rein. Das sind alles Rohkost, getrocknete Blätter, Wurzeln, Früchte, was auch immer, dazu mit den Blättern von den Stevia hier rein. Du hast ein süßes, wildkräutriges, weil da immer so noch eine Bitterkeit dabei ist, Getränk. Das ist so episch. Ich bin wirklich jetzt in meiner Reise, was den natürlichen Süßstoff angeht, angekommen. Es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Es gibt keine Süße, die A, relativ kalorienbefreit ist, das ist mir extrem wichtig, relativ kalorienbefreit ist, die völlig natürlich ist, mit keinerlei Zusatzstoffe, ein reines Wildkraut und die dazu noch gut schmeckt. Alter, das ist der Hammer. Es ist absolut der Hammer. Also ich
kaufen, auf jeden Fall. Ich hoffe, der Anbieter macht es noch lange. Das sind 25 Euro pro Kilo. Dass ihr mal seht, wie viel da rauskommt. Also ich habe jetzt, sage ich mal, so 2/3 der Tüte gemixt. Und das ist so viel. Und für 1 Liter bekommt, wenn man das so mit einer leichten, aber schon merkbaren Süße bekommen möchte, wobei ich das sage, andere sagen, dass es vielleicht noch viel süßer ist, aber einen halben Teelöffel bekommt ihr dann 1 Liter richtig normal süß, sag ich mal. Für mich leichte Süße. Ich werde wahrscheinlich einen Teelöffel, also 2 halbe Teelöffel machen. Aber ich habe es gerade probiert. Also ist der absolute Hammer. Und vor allem geschmacklich, oh, das tut sich so perfekt arrangieren mit den anderen Wildkräutern. Und vor allem auch mit den Guarana-Samen. Also das habe ich jetzt genommen mit Guarana-Samen. Die, oder Kolanuss, gemahlene Kolanuss, das ist auch so. Dieselbe, diese Bitterkeit hat ja auch verschiedene geschmackliche Nuancen. Und diese Bitterkeit von Guarana und von den Stevia jetzt, das ist wirklich so ähnlich in der Kolanuss. Das ist Süße und dann halt auch die Kolanuss und das Guarana mit diesem natürlich gebundenen Koffein, der langsam, wo es langsam im Körper abgegeben wird. Das ist so ein Booster für deine Lebensqualität. Vergiss Kaffee, vergiss Cola, vergiss all die Dinge. Und du hast ja auch den natürlichen Shit in den gemahlenen Guarana-Samen. Da sind so viele auch tolle Sachen, sind auch Antioxidantien. In den gemahlenen Stevia-Blättern genauso. Wenn du normal die Stevia-Glykoside nimmst, wie das Ding hier, absolut zu empfehlen, so normalerweise. Wenn du auf der Suche bist, ich bin nicht mehr auf der Suche, sondern ich bin angekommen, dann ist das das absolute Mekka, was überhaupt geht. Es geht nicht mehr. Ich bin, und das ist sehr schwer im Bereich der Ernährung, weil es gibt immer wieder was Neues. Ich bin angekommen. Es ist weit und breit nichts anderes in Sicht. Nichts anderes in Sicht, als diese Stevia-Blätter einfach getrocknet zu mahlen und in dein Getränk zu tun. Nichts weiter. Und dieser leicht bittere Geschmack, wo vielleicht der industriell geprägte Schnösel meint, oh, sauer, bitter. Das verfliegt mit der Zeit, indem du das trinkst. Diese Bitterstoffe sind wichtig. Wir ziehen durch die Steppe und essen dort, da ist Bitterkeit vorhanden. Das muss auch wieder rein in unseren Körper, das ist wichtig. Nicht nur Weißmehl, sondern Vollkornprodukte, auch wenn es ein bisschen aromatisch ist. Und genauso ist beim Stevia, Stevia-Blätter nehmen. Also, absolut Hammer, ich bin hin und weg. Ich habe euch das unten verlinkt und es gibt noch andere Anbieter von Stevia-Blättern. Kurioserweise, vor ein paar Jahren habe ich noch geguckt, da gab es überhaupt keine Stevia-Blätter. Aber mittlerweile boomt das total. Also nicht nur irgendwelche Glykoside und diese weißen Pulver und Tropfen, sondern tatsächlich einfach nur die Blätter. Und die kann man sich selber mixen mit einem Mixer und dann hat man das Pulver. Denn wenn man das Pulver so kaufen möchte, habe ich schon gesehen, wie gesagt, 399 Euro das Kilo, 399 Euro das Kilo, 499, habe auch schon gesehen, das Kilo, wenn man das hochrechnet, also das ist, da gibt es 100 Gramm Packungen für 30, 40 Euro, das ist Wahnsinn, absolut wert, das ist ein Stück Lebensqualität und Wildkräuter, also Wildkräuter, ja, Stevia, das ist eine wilde Pflanze, biologisch aufgewachsen, so sieht ein glückliches Gesicht aus. Angekommen. Auf einem ganz, ganz, ganz wichtigen Pfad innerhalb der Ernährung. Süßen von Getränken. Nie wieder Zuckergetränke sowas, sondern immer nur meine Pulverdrinks. Smoothie ist mir auch zu nährstoffreich geworden, habe ich früher viel gemacht. Wenn ich was esse, dann will ich, weil ich ein Problem habe, dass ich sehr viel Kalorien sehr schnell in mich reinbekomme. Mit dem Smoothie geht das noch schneller. Aber hier kalorienfrei mit Wildkräutern, mit Antioxidantien, mit Vitaminen, Mineralstoffen, voll geballert. Und das gibt's jetzt in süß. Hammer! Hammer! Und da habe ich dich jetzt dran teilhaben lassen, das war es mir einfach wert. Hast du schon Erfahrung mit Stevia-Blättern, dann schreib das in die Kommentare. Link zu den Stevia-Blättern, die wirklich ultra günstig sind. Ich habe keine Kooperation mit dem Unternehmen, aber wenn ihr jetzt alle kauft, dann frage ich mal das Unternehmen, ob wir vielleicht irgendwie einen Bonus kriegen oder sowas. Nee, Quatsch, wahrscheinlich nicht. Sind ja schon die preiswertesten. Aber dass sich Qualität und ja, guter Preis nicht ausschließen müssen, zeigt ja auch Lembarona. Von daher, aber die haben wie gesagt leider keine Stevia-Blätter. Da wäre es bei dem Bio halt noch, ja, für mich noch schöner. Egal, Link zu Lembarona gibt es wie immer auch in meiner Infobox. Wenn ihr Wildkräuter oder wild getrocknete Früchte kaufen wollt, ist das mein Dealer Nummer 1. Dort habt ihr immer die beste Qualität, aber haben natürlich auch nicht alles. Gut, das war's. Schreibt in die Kommentare, lasst uns diskutieren, lasst uns gemeinsam ankommen, so denn ihr auch Süße mögt. Bis zum nächsten Video und unten in den Kommentaren. Euer Samu.